Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Wir werden mal jetzt mal wieder ein bisschen still werden. Ich habe es mir schon lange vorgenommen. Aber so ein bisschen was dazwischen kommen. Und wir machen das in einer der neuen Stellenwerke. Und zwar in Trabova, Gornica, Zapkovice. Und ein Zug kommt hier gerade hinten von der Hutter da hinten. Also gleich jeden Moment, da ist er auch schon. Auftauchen und rauscht hier durch. Sehr gut. Und leider an Bord. Wir werden den jetzt gerade mal schnell abstempeln. Ich habe dazu EDR im Browser aufgemacht. Und tue euch das einblenden. Weil ich will da nicht jedes Mal hier zu dem Ding hier hingehen. Ein bisschen umständlich. So, lass mal kurz gucken. CDC. Ne, das ist hinten. Ich glaube, ich müsste vorne sein. Na, das ist vorne. Sprich, da unten müsste dann eigentlich mal auftauchen. Ja. Sehe ich bei dem anderen jetzt hier. Ja, da hinten sehe ich ihn ja auch schon. Kommt er hier angerast. Ist schon ein cooles Feature, das mit der Kamera. Ich meine, ich nutze es recht selten, aber wenn es mal ruhig ist auf dem Stellwerk, kann man das ja mal machen. Später bestimmt ein bisschen sinnvoll, wenn ein bisschen mehr Action dazu kommt, um zu schauen, was die Spieler so machen. Angier-Signal, bald. Ich will das mal wieder benutzen können. Aber richtig benutzen. Ja, da muss er jetzt schön abbremsen hier. Haben wir jetzt leider keinen Sound bei der Kamera. Nachvollziehbar, aber irgendwie schade. So, er ist weg. Ansonsten kommt jetzt gerade was. 40176. Dann schauen wir doch mal. 40176. Gehen wir mal ganz kurz auf die zweite Seite. Der bleibt stehen. 22. Also auf das Gleis hier. Da ist ja soweit eh alles eingestellt. Wunderbar. Und fährt weiter. 40176. F1 darüber. Da, wo der andere Kollege jetzt gerade hin ist. Machen wir das mal alles wieder hier in die Grundstellung. Ich mache jetzt keine Zugmeldungen an die KI, das spare ich mir. Mache ich nur, wenn der Spieler drin ist. Ich glaube, ich lasse die Fenster auch soweit offen, dann sehe ich es auch, wenn da jemand reinkommen sollte. Und schwarzen halt, ne? 40, wo ist die Zugnummer? 40176. Ja, der hält hier. 55 Abfahrt. Gut. Auf dem DE3, was ist denn da jetzt gerade so los? Es gibt einen Fahrdienstleiter, was kommt nach Polnok? Ein bisschen weit weg. Ein Lokführer. 56 Kilometer. 14,27. Da kommt bei uns noch vorbei. Und der Julian 2006. 215 Kilometer weg. In der letzten Zeit waren die Server alle so voll, aber jetzt ist hier wieder ruhig. Ist auch update-mäßig ruhig geworden. Jetzt im Dezember. Mal sehen. Ich habe immer noch nicht diese Dampflok gesehen in Action. Die soll ja ab und zu mal auf einer gewissen Strecke rumfahren, so alle paar Stunden mal. Aber da kam ich bis jetzt noch nicht dazu, dass ich das mal gesehen habe. Ich würde sie ja sehr gerne selber fahren. Jetzt ist 1, 2, 9, da war Gornica Zapkovice. Kommt auch zu uns. Der will dann hier 2, 1. Sprich, hier oben. Mitten halt, 15 Uhr. Müsste eigentlich nicht mehr lange dauern, bis er mir sagt, da kommt was. Ruhig hier. Er wird verspätet gehen, bestimmt nicht so.
Aber so ist es halt als Freundesleiter. So, was hast du denn da? 44, 10, 49 ist auf Gleis 3 aufgefahren. 44, 10, 49. Schauen wir mal ganz kurz. 44, 10, der muss... Hallo. Der muss auf die Hutter runter, Gleis 3. Das ist dann das hier. Und da haben wir jetzt auch den auf Gleis 1. Sprich, den werden wir da unten mal so durchschicken. Ja, der fährt einfach gerade durch. Das ist ja noch ganz praktisch. Kann ich eigentlich schon machen, ne? Einmal durch bis nach hinten. Oder soll ich noch warten? Ah, zumindest bis hierhin die Einfahrt. Södere. Und der andere kommt von oben Gleis 1. Das heißt, hier mal die Einfahrt. Das passt auch. Muss auf 1. Hält hier. Gibt kein Ausfahrsignal fürs Erste. Und dann steht es. Immer schön die Einfahrten geben, wenn es denn irgendwie möglich ist. Nicht erst auf den letzten Drücker. Da haben dann sonst besonders die Gütezüge voll Spaß, wenn dann das Signal die letzten 100 Meter auf Grün geht. War wie oft es schon auf der Schnellfahrstrecke passiert ist, dass dann der Fahrleiter meinte, hier muss man die Fahrstraße wegnehmen. Und der Express entsprechend nicht mehr anhalten kann. Da hat schon ein paar Mal gekracht im Sinne von einmal respawnen vor dem Signal, wenn man drüber gerade aufstößt. Da kommt aber lang nichts. Hier kommt jetzt wenigstens mal was. Ist das ein Kiebel? Nee. Das ist eine neue S-Bahn da hinten. Ah, klingelt's. Immer her damit. Hallo? Doppeltraktion unterwegs. Na, Kollege, was kommt da? Gut, wir haben jetzt hier 40176. Ist ja E-Bot, dann kann ich ihm jetzt mal die Ausfahrt hier geben. Tschüsskowski. Aber tun wir mal so, als wären es Spieler. Ja, nicht schon die Ausfahrt geben bei PH. Naja, wann hat er die Abfahrt? Über 50. Hat schon Verspätung. Steht aber ein bisschen länger als gedacht. Auch noch keine Meldung da unten. So. Jetzt. Ah, Moment, das ist noch die alte Meldung. Ich glaube, ich mache das weg. 1449, 73121. 73121, der muss aber zur Hutter runter. Und Gleis 1. Das ist unpraktisch. Okay. So, 40176 ist abfahren. Ja. Abfahrtszeit bestätigen. Dankeschön.
Den anderen können wir dann auch gerade hier runterschicken, mit der dem hinterherfährt. So, da ist er. 41049. Können wir nachkontrollieren. 41049 fährt nach Hutter. Der Boba Genitscher Hutter. Okay, ich schau gleich nochmal nach. Ich sag mal Hallo hier. 464028. Der hier, du fährst auf 186. Okay. Jo, Passwort steht. Du kommst rein. 186, glaube ich, ist ganz unten. Ja, ist es. Bitte einmal so. So. Oh shit, der braucht ja noch seine Ausfahrt. 40129. Aber das ist ein moderner. Gut, lazy. Ein Zug ist weggefahren. Ich mache bei dir keine Meldung bei KI. Oh, da hinten kommt er schon. 40129, Abfahrt 15 Uhr. Also jeden Moment. Ja, ab 50 Sekunden noch mit seiner Abfahrt. Sim 3121 41 28 auf Gleis 2 41 28 ist der hier, der fährt durch Express, fährt auf die 1. Alles klar, weiß ich Bescheid. Da kommt er. Nice. Ja, wenigen Moment noch. Cool. 40129 ist weg. 40129. Abfahrt bestätigen. Ein Kohlezug. Gut. Das war jetzt der 464. Ja, hier. Durchfahrtszeit bestätigen. Oh, scheiße. Sorry. Ich dachte mir gerade schon, hey, warum bremst denn der jetzt? Habe ich das letzte Signal hier vergessen. Sorry, sorry, sorry. Und einmal KU hier. So, der andere wartet jetzt erstmal, bis hier unten frei ist. Ich bin gerade hier unten schon so durchschicken. Das da ist der Express. Einfahrt. Du darfst schon mal eins weiterfahren. Der fährt auf die 1. Oh, das wird jetzt aber sportlich mit dem Express und dem Zug da oben. War das Signal frei, bitte, danke. Ah. Der ist ziemlich nah. Wobei, der muss hier nochmal 50 runter. Das ist 731, ansonsten ist nichts dahinter. Ja, wisst ihr was? Der Express fährt zuerst. Und werden wir das ein bisschen anders machen. Du kriegst jetzt doch einen Fahrt. Ich dich jetzt einfach anders runter. So runter.
Mal sehen. Oh, der wird rumgeleckt. Was soll denn das? Holzzug. Okay. 4, 4, 10. Vorfahrtszeit bestätigen. Minus 12. 6, 2, 9, 0 ist abgefahren. Nächste Güterzug hier. Da kommt der Express. Ah, es wird sich nicht genau ausgehen. Der wird hier mal kurz anhalten müssen. Okay, das 629. Wo muss denn der hin? Mal ganz kurz gucken. 629. Er fährt auf 186. Alles klar. Gut. Einmal Durchfahrtszeit bestätigen. Sehr gut. So, wenn ich jetzt schnell bin. Komm frei. Oh, danke schön. Geil. Das hat gefunzt. So muss es laufen. Jetzt muss nur das da hinten noch frei werden. Okay, machen wir zu. Einzug, liebe KI. Einzug. Da ist er. Sieht aber natürlich schon irgendwie geil aus, wenn er da einmal so quer so drüber fährt. Gut, gut. Wir müssen leider ein bisschen warten müssen, Kollege. Den Eingüterzug komplett nach unten. Wie machen wir das? Schicken wir den A da oben rein und dann hinten runter? Ja, warum eigentlich auch nicht, ne? So, nochmal klingeln. Wir könnten auch komplett runterschicken. Hätten wir ein bisschen was getan. Machen wir das mal wieder in die Ausgangslage. Will ich das? Ich mach's jetzt einfach mal. Ui je, der darf ein bisschen weicher putzen. Einmal so, einmal so. Und einmal so. Umständlich, weil eigentlich hätte ich die Fahrstraße oben einfach so lassen können. Ich ändere das nur da hinten. Mal schauen, was die Geschwindigkeit bei ihm dann gleich sagt. So. Abfahrt 731. Wo ist der? Da oben. Vorfahrtszeit bestätigen. Wunderbar. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Auf die Geschwindigkeiten. Ich vermute mal. Es könnte sein. Naja, 40, 60. 40. Eventuell geht er auf 40 runter. Weit und breit noch nichts zu sehen. Okay. Wir sind in der Ausfahrt drin. Mal ein bisschen was mit Diesel, dann hätten wir die Oberngleise auch. Ne? Gebe der nicht. Wo ist der? Ist im letzten Abschnitt.
Na gut. Der geht schon mal runter. 65 hat er jetzt. Ui, der geht einmal komplett runter. Ja, okay. Ein bisschen doofe Idee. Das so zu machen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Hä? Was? Route 6? Nee, falsch. Alle Dude. Klingelt. Achso, ich soll das auflösen. Braucht schon, dann kommt schon hinten von der Hutter schon wieder was. Oh, das ist die in Schwarz. Ja, das sind schon gemeine Weichen da hinten. Wann hat es denn hier Schwellen drauf? Und natürlich auch guten Gewicht, die Dinger. Jo, das ist entschleunigen nach da unten. Guck mal abstempeln. Du verzeiht bestätigen. Es ist 6 Minuten zu früh. Ciao, Kollege. So, was haben wir als nächstes? Wir haben noch einen Express, der ist in der Zeit. MPE RJ, der hier hält. 3 Minuten. Guter Tapobagonicher. Minus 32 Minuten. Alle klar. Normalerweise ist es plus 32 oder so. Und einen haben wir mit 15 Minuten. Ansonsten. Eigentlich alles normal. Aber gut, wen wundert es bei der KI hier? Wenn die hier rumfährt. Aber auch die macht manchmal Blödsinn. Ja, jetzt mal schauen. 15.10 Uhr. 15, 17. 17, 21. 29, 31. 15. Nicht so viel los. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle mal einen kleinen Cut, bis mal hier wieder was zu tun ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, tada, da sind wir auch schon wieder. Wir haben von Lazy 2 Züge gemeldet bekommen. Einen Express, den 1427 und den 2440-49 auf Gleis 3. Schauen wir doch mal. 1427 ist klar, fährt nach der Wobergronica und da 2440... auch nach Gronica. Aha. Minus 35, das ist der Kollege da. Alles klar. Wenn du nach da oben fährst. Bin ich denn... Hallo. Mache erstmal den Express auf Gleis 1. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Oh, da ist sogar ein Spieler hier drin. Ja, sag einmal. Gleis 3. Man könnte den da oben natürlich parken. Ich hätte hier gerne ein Notizfeld mit der Gleislänge. Das wäre noch ganz handy. Dich kann ich eigentlich auch schon mal einfahren lassen. Zumindest mal bis hierhin. Warte ich dann nur noch auf die Zugnummer. Und wenn ich jetzt mal schaue. Der Boba Gronitscher.
Nächste ist eher hier, eigentlich um 16.05 Uhr. 15.15 Uhr haben wir eigentlich im PBJ. Der hat 15 Minuten Verspätung. Also 15.30 Uhr an. Ah, und dahinter. Aber ich könnte sich schon ausgehen, dass wir den durchpfeifen. Hinterm Express. Ja, mal gucken. Oder? Was kommt denn da? Sag mal Bescheid. Warum orange? Bei Fahrtkollege. Das ist das 37128. Das ist der Kollege da. 37128 fährt auf 1. Ah, der macht einmal die Kreuzung. Oder wir schicken ihn oben schon mal rein. Ist wach, weil ich jetzt gerade eh nicht sehr viel zu tun habe. Machen wir das so. So, 14.27. Da ist er. Ciao, Kollege. Und Durchfahrtzeit bestätigen. Jo, ist der. Und dann kannst du da so auf die 1 rausdüsen. Mal schauen, wie viel er da drüber fahren darf. Aber ist natürlich auch nicht ideal. Also hinten, glaube ich, wäre schon the way to go, dass man da die Züge entsprechend verteilt. Mal schauen, achten auf seine Geschwindigkeiten. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass der auf 40 wieder runtergeht. Spätestens da. .244 nochmal doppelchecken. .244 da war gar nichts. Jetzt kann ich für ihn aber halt hier die Einfahrt machen. Bisschen dangerous, wenn er sich verbremst. Und dann nach oben. So müsste er dann zumindest, also er hätte jetzt zumindest hinten warten müssen, bis der vorbei ist, dann hätte er nach oben ziehen können. So kommt er ein bisschen weiter voran. 40, 6, 7, 8. Okay, das muss jetzt schnell gehen. 40, 6, 7, 8 hat ein PH Gleis 3, 6 ganz unten. 40, 6, 7, 8 fährt auf 186. Alles klar. So, da ist er, der Kollege. Ja, da geht er 40 runter. Mhm. Da haben wir die 40. Jetzt habe ich mir selber Nadelöhr gemacht mit der Verbindung da. 146035, wo muss der hin? Warte mal. 148, das ist der PBJ. Auf Gleis 1, der knallt durch.
Okay, 371. Einmal melden. On time. Und wäre eigentlich richtig, wenn man den 40678 hier schnell runterlassen. Plus, plus. Moment, den kriege ich ja gar nicht. Moment, 40678 36. Also das ist Gleis 6 hier. Einmal so. Dann fährt er weiter nach unten. Und der andere ist da. 244. Mit der Mega-Verfrühung. Ja gut, dann bleibt er erstmal hier kurz stehen. Dann haben wir hier wenigstens was im Bahnhof rumstehen. So, PBJ. Durchfahrt. Oh, hab's vergessen. Sorry. Ah, kommt gerade schon der nächste. Einmal annehmen. Jetzt wird es dann gleich kuschelig da unten. Wenn dann noch mal einer von der Hutter kommt. Ich glaube, diesmal mache ich es aber wirklich so, dass ich den Wechsel hier hinten mache. So, da ist er 146. 146 hat. Ja, 17 Minuten sind es jetzt. Der Bobaner Glitscher 443943. Das ist der hier. 443, der muss auf 186. Okay, um 32. Soll der da hinten sein? Und Moment mal, das war 40678. Der fährt später ab. Hä? Auch 32? Geht denn das? Okay. Also, das ist hier falsch. Einmal so. Ja, wer ist jetzt schneller? Den. Nee, schade. Ja, ich glaube, der fährt erstmal zuerst. Der 40678. Dann kann der raus, dann kann der andere unten warten. BWJ ist jetzt auch am Start. Im Moment hier. Schauen wir mal. 40629. Das ist der 10 Minuten Verspätung. Aber wir gehen jetzt Zapkovice. 40629. Der hat Personenhalt. 2-1. Hier üben. Warum ist der so langsam? 23. Ach, warte mal, das ist ein Kiebel, oder? Ja, das ist ein Kiebel. Shit, der hätte den anderen Zug doch rausfahren lassen können.
So, Leerzug. 146. Einmal bestätigen. Ciao, Kollege. Viel Spaß. Mensch, ich muss den Kollegen jetzt dann auch mal hochschicken. Aber der noch zu früh ist. Der 244 planmäßig um 16.05 Uhr eigentlich. Will ich noch irgendwie durchquetschen. Ha! Da ist es ja. Leckibel. Ja, mal langsam. Schick den anderen jetzt doch durch. So, Gas geben. Die 4-3. Ah, der Sand für den Kiebel. Wenn man ein bisschen den Fahrplan biegen, dann muss der Güterzug hier nicht bei der S-Bahn hinterher düsen. Der ist ja eh viel schneller, also dürfte es eh nicht viel Verspätung sein. Geil. Gut. Was kommt hier? 41126, das habe ich, das ist ein regionaler. 41126 und 32 will der da sein. Na, das ist ein ECE. Durch 4-1. Er fährt auf 1 durch. So, einmal so. Und einmal so. 4-4-3. Durchfahrtszeit. Bitteschön. Oh, hier die Weiche einmal nochmal kurz zurück. Hoffentlich hat er Verständnis in die paar Minuten da. Ah, schon wieder K.O. vergessen. So, dann werden wir jetzt hier mal die Ausfahrt vorbereiten. Das muss hier so. Was, das muss ich da oben machen. Das, glaube ich, geht sich dann gut aus. Da hinten kommt gerade nichts. Du darfst auch eins weiterfahren. 40678. Abfahrtszeit bestätigen. Mit einer EP-Roll 8 vorne dran. Mit viel Spaß. Das ist laut. 40. Durchfahrtszeit bestätigen. Wunderbar. Wir schauen mal. Der Block ist noch dicht. Sehr gut. Und weg. Nee. Es ist nur falsch. Sorry. Jetzt aber. 244. Abfahrt. Abfahrtszeit beschädigen. Und Block ist frei.
Weg mit dir. Jetzt machen wir Zoom. 14125. Der da. Ah, 40629 kommt da zuerst noch. 40629, der hat einen Halt. Eine Minute Verspätung. Ganz praktisch, dass er einen Halt hat. Ciao, Kollege. Sind schon sehr spezielle Güterwagen. Gut. Weiter im Text. Einmal dicht. 14125 dahinterher. 14125 ist der ECE, der fährt auch einfach durch. Alle Klärchen. Ja, hat ein paar Meter hier. Gute Fahrt, Kollege. So, gleich jeden Moment da. Positiv. Ah, ne, Moment, das war der Kollege hier. Sonst du auch bitte wieder normal. Sonst nur. So, ihr zwei geht's auch wieder auf Plus. Dankeschön. Alles wieder normal hier. Ich glaube, wir sollten genug Luft haben, der Kollege und der Güterzug. Im schlimmsten Fall wieder im Bett ziehen und kurz rausgezogen. Und in so Snowbeak Clowny. Sollte eigentlich passen. Oh, 40629. Unsold. Jetzt doch mehr Leute hier. Gut schauen. Naja. Nach wie vor überschaubar. Hm. 14125. Oh, hat mich das jetzt erschreckt. Der 14125, der ist pünktlich und der 40629, der hat 15 Minuten Verspätung. Ich glaube, wir machen eine Überholung hier. Ja, da werden wir Überholung machen. Hallo? Plusstellung? Ah, ne, Moment mal. Soll gar nicht in Plusstellung gehen, du bleibst im Minus. Wir werden das hier so machen. Und der andere wird dann hier so einmal den hier machen. Aber ein 40629, da ist ein Spieler drin. Soll ich den Spielern einen Vortritt geben? Soll ich es richtig machen oder einen Spieler fahren lassen? Ja, wollen wir mal nicht so sein. Lass mal den Spieler fahren. Müssen aber trotzdem erstmal anhalten da. Wenn der bald mal kommt. Soll ich dich schon mal nach oben schicken?
Ja, Gott, ach, wisst ihr was? Nee, wir machen es richtig. Jetzt gibt es wieder Ship hier auf YouTube. Ah, aber es ist ein Kiebel. Ah. Tut mir leid, Kiebel. Tut mir leid, Yoshi. Besser als Insider. Hey, Junge, komm, gib Gas. Es ist gerade echt hier ruhig. Ja, ich werde mal schon mal das Mikrofon anmachen. Das Simray, Zeitmikro. Der fragt es nicht, warum ich da zwei nutze. Auch weil er dann gleich was braucht. Ah, kommt da. Sehr gut. Ist halt ein bisschen blöd, dass das hier 40er Weichen sind. Noch ein Stück. Aber gerade irgendwie ruhig, ne? Von keiner Seite kommt jetzt was, sind jetzt die einzigen zwei Züge. Dann die nächsten 47, 48, 56, 59. Überschaubar momentan. So, jetzt müsste da hinten beim Bahnsteig sein. Jo, da sehe ich ihn ankommen. Macht natürlich ein bisschen auch Sinn, weil der natürlich schön durchpfeift. Und unser Hans Sult bei jeder Station da anhält. Fast jeder Station. Ciao, Kollege. Meine Durchfahrtszeit melden. 2 Minuten. Da komplett leer dazu. Kommt schon der nächste. (lacht) 24, 1, 2, 9. Der fährt in die Hütte runter. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Also, Weichen hier wieder. Achso, der Moment, falsche Weiche. Hier. Ich will hier halt die ganze Zeit wieder auf Plus umstellen. Umlegen, Entschuldigung.
Der kommt von oben. Okay. Ja, den würde ich dann hier hinten runterlassen. Für die Hütte. Oh, Block bei. Giebel, Ausfahrt. Machen wir die Meldung. 13, Abfahrtzeit bestätigen. Naja, überschaubar. Ah, blöder Masten da. Ja, kann ich richtig. Ja, vielleicht hier. Ja. Und also dann kann man ins Bild hier so ein bisschen reingehen. Ja, sehr praktisch. Gute Fahrt, Kollege. Doppelkiebel. Okay, wunderbar. Dann haben wir hier drin auch endlich mal Gestellwerk. Jetzt immer noch mal auf D1 machen. Ein bisschen mehr Verspätung mit dabei ist, damit es hier eine Challenge, glaube ich. Wobei, eigentlich nicht so wirklich. Einfach nur schauen, wie man halt überholt. Ansonsten ist es hier ja relativ überschaubar. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen und die kleine Session. Und dann sehen wir uns demnächst in Streamen. Mal schauen, was uns da erwartet. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.